Ja, und ja, wer nimmt eine Leiter? Fallschirm, alles Unsinn. Kanonen, klar. Lass mich nach unten schießen. Bin ja auch nicht blöd. Hühnchenkanonen, Hühnchen. Hühnchenkanonen. Das ist die Zukunft. Bitte ein See, bitte ein See, bitte ein See, bitte ein See. Ah. Hm? Hyliasee? Bitte? Hyliasee. Ah, boah, ich dachte, ich flieg auf das Holz. Okay, ich habe immer noch die Stiefel. So, ja, ich würde sagen, auf zur Spiegelkammer. Allerdings gab es da ja noch eine Sache, die ich eventuell noch machen wollte. Wie gesagt, man kann hier noch ganz viele Herzteile finden und so weiter. Zum Beispiel nach da oben, da ganz oben drauf, das Teil, was sich dreht, auf der Treppe. Moment, ich will mal gucken, wie viel Herzteile ich jetzt hätte. Zwei. Naja, müsste erst wieder drei holen. So, eine Sache, die ich noch machen wollte, eventuell, aber nur, wenn ihr das auch wollt, nämlich das mit den Prüfungen. Die 100 Prüfungen eventuell. Allerdings würde das eine Menge Zeit in Anspruch nehmen. Ich denke mal, wir können jetzt erstmal zur Spiegelkammer. Allerdings wären hier unten immer noch das Teil der 100 Prüfung. Wenn ihr sagt, ihr wollt noch weitere 10 Episoden von Zelda sehen, dann kann ich das gerne machen. Wenn ihr aber meint, eher das Ende und man kann ja danach immer noch gucken, ob man noch was finden will. Tja. Schreibt es einfach in die Comments, ich werde dann das, was die meisten Stimmen hat, machen. Wo ich eher Lust habe aufs Ende, als nochmal 100 Prüfungen zu machen. Okay, so, gehen wir mal in Menschenform. So. Und setzen den Spiegel wieder zusammen. Ich glaube, wir brauchen Kleber. Nö, natürlich nicht. Woher auch? Yay, wir haben einen großen schwarzen Brocken. Weißt du, das Schattenreich wird von manchen auch Jenseits genannt, aber in Wahrheit ist es etwas ganz anderes. Es ist ein friedlicher Ort, so wie eure Welt, wenn das Abendrot am schönsten strahlt. Die Wesen in unserer Welt leben in diesem Licht noch, ruhig und friedlich, mit reinem Herzen. Bis diese finstere Magie in unser Leben trat und alles anders wurde. Es ist alles unser Fehler. Wir überschätzten die Macht unserer Weisheit. Wir versuchten, die finstere Magie unter Kontrolle zu bringen. Bitte verzeiht uns unseren Leichtsinn. Und seid mild in eurem Urteil, Prinzessin des Dämmerlichts. Ihr wusstet es also. Und sprecht mich nicht so an. Als Herrscherin dieses Volks habe ich einfach die Flucht ergriffen. Ich verdiene diesen Titel nicht.
In meiner Welt glaubt man, dass der Held in Gestalt eines heiligen Tieres erscheinen wird. Deshalb dachte ich mir, als ich dich das erste Mal sah, ich wollte dich einfach nur benutzen. Sehr kuberthaftes Lächeln. Ich wollte einfach nur meine eigene Welt gerettet sehen. Und es war mir egal, was der aus der Welt des Lichts werden würde. Aber dann traf ich Zelda und dich, und ihr wart beide bereit, alles zu geben, um eure Welt und die Menschen zu retten. Jetzt möchte ich auch dabei helfen, eure Welt zu retten. Wir müssen Zanto besiegen. Dann wird auch der Fluch gelöst, der auf mir liegt, und wir können Zelda ihre Kraft zurückgeben. Lass uns gehen, Link, für Zelda und für die Völker unserer beiden Welten. So, nun haben wir die Möglichkeit, ins Schattenreich zu gehen. Aber wie gesagt, einerseits könnten wir ins Schattenreich gehen, andererseits könnte ich noch die Prüfung machen. Ich warte auf Antworten, wenn keine kommen, dann sage ich einfach, ja, Schattenreich. Okay, und ich mache vorerst für hier Schluss. Ich werde die nächsten Tage noch eine Menge Zeit haben aufzunehmen, zumindest die nächste Woche. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.